Dass man mit der Leertaste die Wiedergabe startet bzw. wieder anhält, sollte sich bei der Camtasia Studiobearbeitung rumgesprochen haben. Ein sehr schönes, nicht so bekanntes Feature ist die Verwendung von Steuerung Alt und dann Leertaste. Damit springt der Wiedergabekopf an die Stelle, wo die vorige Wiedergabe gestartet wurde. Es bedeutet, ich bearbeite einen Teil, springe irgendwo in der Timeline zurück, zum Beispiel um mir einen Callout zu kopieren, und möchte dann genau an exakt dieselbe Stelle wieder zurückspringen.